38. Prozess geht in die nächste Runde. Der britische Royal befindet sich derzeit im Rechtsstreit mit dem Boulevardmagazin Daily Mail. Der Sohn von, 74, wirft der Zeitung vor, jahrelang seine Telefonate abgehört zu haben, um über ihn berichten zu können. Dabei seien beispielsweise Geschichten über veröffentlicht worden. Nun könnte es aber sein, dass Harry im Gerichtssaal gelogen hat. Wie The Sun berichtet, gebe es in den Antworten aus Harrys Kreuzverhör mehrere Unstimmigkeiten. Beispielsweise habe er behauptet, sein Telefon sei gehackt worden, um Informationen über seinen 18. Geburtstag zu erhalten. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Bruder von, 40, selbst ein Interview zu diesem Thema gegeben hatte. Außerdem behauptete Harry vor Gericht, dass er sich nicht mehr mit dem ehemaligen Butler seiner Mutter, Christliches Kreuz, 36, hätte treffen wollen. Im Kreuzverhör stellte der Anwalt der Gegenseite jedoch fest, dass der Prinz in seinem Buch Reserve etwas anderes geschrieben hatte. Wir begrüßten ein solches Treffen. Daraufhin versuchte sich der Royal zu rechtfertigen, ich kann mich nicht erinnern, ob ich ein Treffen mit ihm wollte oder nicht. Tipps für Promi-Flash. Einfach E-Mail an